Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 3. Wir haben uns mit einem Kühler Kuhkau angefreundet, ja. So kurz heilen. Und der sollte uns jetzt bei diesem Clown hier helfen. Es ist hoffnungslos, meine Show ist zum Scheitern verurteilt. Ich bin einfach nicht geschaffen für diesen Beruf. Los geht's schon, ruf Kühler Kuhkau herbei. Alles klar. Genau, los geht's. Du willst also, dass ich diesen gelben Schäle? Ja, bitte. Okay, muss. Entschuldigen Sie, aber was halten Sie davon, etwas Einfacheres zu machen? Nein, eigentlich dachte ich daran, das Clown-Geschäft endgültig aufzugeben. Was? Ich will nur noch Flyer verteilen. Das ist immerhin eine wichtige Arbeit. Jetzt ist er doch sehr niedergeschlagen. Das hatten wir nicht im Sinn. Und was stimmt nicht damit, wenn er Flyer verteilen will? Sind Sie sich da sicher? Danke, dass ihr mein Leben in die richtige Bahn gelenkt habt. Bitte nimm das. Oh, cool, die Kohle, die er eigentlich trinken wollte. Die verrückte Fahrradfaxenmacher-Show überlasse ich dir. Viel Glück. Alles klar. Er will das... wir die vorführen? Hast du ein Fahrrad? Du wirst eins dafür brauchen. Ja, ich habe eins. Ja, wenn das so ist, du solltest zum Fahrradgeschäft in der Köstlichkeitenarmee in Norfbeck gehen. Dort kannst du dein Fahrrad umlackieren lassen. Toll, das mache ich. Vielleicht. Ich danke dir, endlich bin ich nicht mehr auf dem Holzweg. Okay, cool. Sehr erfreut. Genau, sehr erfreut. So, 80 Erfahrungspunkte, Cola und Radbonus. Vielleicht mal was Cooles? Nö, immer die gleiche Kacke. Musikkarten, ich schwimme in dem Zeugs. Na gut, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, möchte ich mein Fahrrad umlackieren. Warum? Ich weiß es nicht. Einfach, dass wir es mal gemacht haben. Hier. Bist du nicht derjenige, der im Zirkus geholfen hat? Wir können dein Fahrrad neu lackieren oder Klingel anpassen. Oh. Lackieren. Für 60? Für 60? Wollt ihr mich verarschen? Die Klingel kostet bestimmt noch mehr. Ne, 10. Die Hupe. Naja. Ist jetzt im Moment Geldverschwendung, würde ich sagen. Deswegen lassen wir es mal. Ich meine, das Fahrrad tut, was es soll. Es bringt uns von A nach B in einer akzeptablen Geschwindigkeit. Klingel funktioniert auch, obwohl wir die gar nicht brauchen. Und ja. Wo gehe ich hin? Hier rein, ja. Wo haben wir hier noch Probleme? Da oben zum Beispiel. Ich möchte natürlich alle 5 Gefallen machen. Hier sehe ich doch wieder was. Und da drüben ist Max. Sprechen wir erstmal mit dem. Der Zirkus heißt anscheinend Circus Miraculous. Wie der Vorführung wohl aussieht, weiß ich doch nicht. Ich weiß nur, dass hier irgendwo... was ist. Da oben der Ballon. Toll, ich sehe nicht mal was. Smoky. Hallo, Smoky. Das ist voll süß. Du hast mich gefunden, da war ich so gut versteckt. Komm mir nicht in die Quere, sonst heiz ich dir ein. Hey, was stimmt nicht mit dir? Wollt doch nach Hallo sagen. Nee, ich kann nichts machen. Schade. Gut, kämpfen wir. Los geht's! Scheiß Unterseel. Na komm. So wird immerhin ein Gegner getroffen. Smoky. Hätte ich gerne. Hätte ich gerne, muss ich sagen. Ist niedlich. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich glaube aus Teil 2 oder so. Bin mir aber nicht sicher. Noch mehr. Das ist ja interessant. Ey, dieses Minispiel, ja. Oh.
ging jetzt erstaunlich gut. Los, Wutwammerl! Heiz ihn ein! Na gut, am Morgen! So, das war's doch, oder? Ja, das war's. Oder kommen noch mehr? Nö, das war's. Gut. Wäre schön, wenn sich jetzt so ein Vieh anschließen würde. Ich glaube, das irgendwie sagt es mir was, aber ich bin mir unschlüssig. Käsekuchen. Nee, schließt sich mir nicht an. Schade. Oder doch? Ich nehme jeden mit in den Himmel, der mich im Schwanz packt. Wenn mein Schwanz aber abfällt, fällst du auch. Ja. Will nicht mitkommen. Schade, schade, schade. Oh, seht ihr dasselbe wie ich? Ich weiß jetzt, wo wir sind. Ich weiß jetzt echt, wo wir sind. Ich habe aber nichts für den Yokai Marten, oder? Oder habe ich für dich was? Möchtest du furchtbare Fragmente eintauschen? Ja! Stimmt, du wolltest das. Löst Zombie-Nacht oder Schreckenszeit aus. Löst Zombie-Nacht aus. Endlose Ausdauer. Heiterkeit. Jubel. Pfeif. Freundungschance geht hoch. Brand. Bekämpfe Bisho. Was? Bishamonten. Bekämpfe ernsten Bishamonten. Bekämpfe Ebisu. Bekämpfe Ben Saiten. Was? Bekämpfe Hotai. Ich habe Angst, das ist das alles. Erhöht Geisternorm. Ich glaube, ich werde das mal noch ein bisschen aufsparen, bis ich genau weiß, was das ist. Ja, spielen wir Dart. Vielleicht habe ich ja jetzt Glück. Okay, okay. Wir wollen vielleicht eine sexy 10 haben. Und Feuer. 8! Nee, das ist eine 6. Ist doch auch gut. Verwende Münzen. Habe ich Münzen? Ich glaube nicht mehr, oder? Doch, eine blaue habe ich. Oh mein Gott, Dr. Mondhof. Würde ich gerne versuchen zu bekommen, aber werde ich eh nicht schaffen. Naja. Hä? Warum bewegt sich das Teil da immer weg? Ich habe jetzt ungefähr bei 10 Uhr gedrückt und dann ja, ging es da weiter auf 6 Uhr irgendwie. Ja, ja. Was sind Spielmünzen? Habe ich sowas? Toll. Toll. Ich brauche Münzen. Wie gesagt, ich muss das irgendwie mal mir ein paar ergaunern durch meine Codes, die ich hier habe. Okay, was ist hier das Problem? Sag mir doch bitte einfach, was nicht in Ordnung ist. Ich habe gesagt, dass du mich in Ruhe lassen sollst. Wenn es weitergeht, werden wir nie anfangen können. Hey, was los? Wir wollen die Bühne startklar machen, aber dieser Bühnenarbeiter hilft nicht mit. Er ist die ganze Zeit nur am Schmollen. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Und mir sagen, was ihn stört, will er auch nicht. So war er bisher noch nie. Kannst du gleich mit ihm reden, vielleicht hört er dir ja zu. Okay. Oh. Dieser Typ ist kleinlich. Warum nur? Steckt ein Yokai dahinter? Besser mal nachsehen, ja. Vielen Dank, lass mich in Ruhe. Ja. Wir werden mit ihm reden, keine Sorge. Du kannst nicht jedes Problem einem Yokai in die Schuhe schieben, doch. Das war bisher immer so. Whisper, ja. Hier irgendwo ist er. Da. Muss ich jetzt hier einen anderen Yokai finden, um den hier zu überzeugen, damit aufzuhören, oder? Wie funktioniert das? Aber ja, du kannst mich sehen, obwohl du ein Mensch bist. Da könntest du einfach so tun, als hättest du mich nicht gesehen. Gerne. Unter der Voraussetzung, dass du das Beseelen sein lässt. Hör, dieser Yokai heißt Weiherkuchen. Jeder, der von ihr beseelt wird, will einfach in Ruhe gelassen werden. Das erklärt, warum sich der Typ so seltsam verhält. Wenn sie weiter in ihren Unfug treibt, wird die Zirkusvorstellung nie anfangen. Schon, ich versuche es mal mit Diplomatie. Ja, gute Idee.
Novaya, was willst du denn jetzt, hä? Warum beseelst du ihn? Wie öde. Warum beseelst du ihn? Muss doch einen Grund geben. Wir rühren uns keinen Zentimeter, bis du die Beseelung abbrichst. Wenn ich wen beseele, geht dich nichts an. Geh weg und lass mich in Ruhe. So kommen wir wohl nicht weiter. Du wirst bessere Argumente liefern müssen. Was willst du denn jetzt, hä? Wie öde. Lass es doch einfach sein. Ach, du bist ziemlich langweilig. Ich glaube, ich gehe wirklich lieber. Ja, warte mal, du willst einfach gehen? Meinst du das ernst? Oh, sieht so aus, hättest du einen Nerv getroffen. Vielleicht kann ich den Spieß umdrehen und sie bitten, mich in Ruhe zu lassen. Es sieht so aus, als ob es klappt. Johnny, lass jetzt nicht nach. Okay. Warte mal, Weierkuchen. Was denn? Wenn du gehen willst, dann geh. Mir ist das nämlich total egal. Nerv mich nicht und geh weg. Ich habe es mir anders überlegt. Du bist diejenige, die gehen soll. Na, shit, das war falsch, ne? Lass mich in Ruhe. Ich glaube, dadurch wird sie nur noch wütender. Versuche lieber etwas anderes. Was denn? Wenn du gehen willst, ist mir das total egal. Das kannst du laut sagen? Oh Gott. Muss ich zweimal dieselbe Antwort hintereinander liefern? Wie öde. Ich lasse es einfach sein. Ja, ich muss zweimal dieselbe Antwort hintereinander nehmen. Das ist ja langweilig. Ja, was für eine Zeitverschwendung. Ich mach mich vom Acker. Ja, warte, bleib hier. Du lässt mich doch nicht etwa alleine. Du willst einfach wirklich gehen? Schon, du hast fast geschafft. Leg nochmal nach. Wenn du deine Karten richtig spielst, sollte das Problem bald gelöst sein. Okay. Warte mal, Weihkuchen. Ich bleib doch lieber noch hier. Entscheide dich endlich. Spiel keine Spielchen. Lass mich einfach in Ruhe. Ich lass es einfach. Dieses Gerät ist komplett zwecklos. Ich hau ab. Dann hast du deine Ruhe. Vielleicht sollten wir wirklich gehen. Es wird langsam lächerlich. Ja, war ja. Du sagst mir doch dauernd, dass ich dich in Ruhe lassen soll. Also auf Wiedersehen. Das ist seltsam. Aber, warte, komm zurück. Lass mich nicht allein. Warum? Warum? Kann ich dir vielleicht was zu essen geben? Süßigkeit. Oder, Moment. Bin ich schon mit der befreundet? Glaub nicht, oder? Eine Süßigkeit. Hier, du kannst meinetwegen... Nee, ich kann dem Yokai kein Eis geben. Oder kein Item auf jeden Fall. Das ist schade. So, Leolingo, weißt du was? Beende das Ganze. Sollte jetzt nicht so das Problem werden. Tu es! Leolingo ist stark, aber ich mag ihn so irgendwie nicht. Und nochmal. Und Chucky, weißt du was? Erledige sie. Das bringt hier so nichts. Wir wollen schließlich gehen. Und? Sturmklingen. Das war wirklich ein Glücksgriff, dass ich den Yokai bekommen habe, glaube ich. Oh Gott, sie heilt sich! Tut jetzt endlich mal was. Dann Chucky, sammle mal die Seelenenergie ein. So. Greif doch endlich an, Mensch. So, ein bisschen das Ganze verschnellern hier. Warum greifen die Idioten nicht an? Seht ihr das? Ich halte dich viel zu sehr. Na, okay, jetzt war's das. Und 13 Erfahrungspunkte. Wow. Das ist ja toll. Wie unheimlich von dir, ein Mädchen einfach so zu verletzen. Sie braucht wohl Aufmerksamkeit. Ja, mal Weierkuchen. Wie wäre es, wenn wir Freunde werden? Keine Chance. Lass mich in Ruhe. Ja gut, dann nicht. Mach dir nichts draus, Johnny. Auch, wenn sie es nicht gesagt hat, hat sie deine Geste bestimmt geschätzt. Ach komm, lass mich einfach in Ruhe. Immerhin scheint der Bühnenarbeiter wieder ganz der Alte zu sein. Ja, mei, was mache ich denn da? Obi, mein ganze Zeit war Blamebot? Hä? Ihr spricht immer noch total seltsam. Sapalot! Schau mal auf die Uhr! Ich muss mich geschwind und Arbeit machen! Oh Gott. Na, endlich packst du auch mit an.
Was? Psycho! Eingeschnappter! Was? Eingeschnappt, oh! Psycho, eingeschnappter! Ich bin schon dabei! Das ist todsichere Sache, ne? Das höre ich gern. Mann, warum spricht der so? Seine Ausdrucksweise ist etwas eigen, aber irgendwie... Aber ich meine, es ist kein Yokai dran schuld. Bist du dir auch sicher, hm? ja. Okay, wir haben 3 von 5 Quests erledigt und müssten somit eigentlich der Story weiterkommen. Aber wenn wir schon mal hier sind, ne? Könnten wir eigentlich den Zirkus auch gleich komplett machen, oder? Große Kugel. Ich verstehe nicht, wann ich da drücken muss. Maratonikum, toll. Ist das, wofür ich hier bin? Ja, wir könnten weitermachen. Hey Kleiner, kann ich mit dir reden? Offenbar kannst du die Vorstellung nun dank dir... Was? Offenbar kann die Vorstellung nun dank dir reibungslos beginnen. Also lass mich dir danken. Oh, das ist doch nicht der Rede wert, wirklich. Um meine Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen, möchte ich dich eigens zur heutigen Vorstellung einladen. Was, echt? Sind Sie sich da sicher? Aber natürlich. Hier sind 2 Tickets, du kannst also einen Freund mitnehmen. Ich vermute, ich muss Mac mitnehmen, ne? Obwohl mir Sue Allen eigentlich viel lieber wäre. Toll, ich meine, danke, tausend Dank. Freut mich für dich schon. Suchen wir Mac, vielleicht hat er ja Interesse an diesen Extra-Tickets. Ja, warum nicht Sue Allen? Ernsthaft? Wo wäre denn jetzt eigentlich... Oh, Tiere. Tiger. Du hast keine Angst, weil ich hinter Gittern bin. Ja, das ist richtig. Nochmal ein Tiger. Ja, hallo, ich hoffe, du hast dich auf meine Show gefreut, ne? Da, Kiste. Zufällig gesehen. Hühnchenpizza. Oh, damit könnte ich gerade sehr gut was anfangen. So. Wo gibt's hier noch Probleme, außer da drüben? Auf der Karte, meine ich, sieht man ja was. Ist hier irgendein Yokai? Nein. Aber was ist hier das Problem? Willkommen im Zirkus, Miraculous. In ganz USA spricht man von uns. Entschuldige, aber ich habe gerade schon mit jemand anderem zu tun. Jemand anderem? Was soll denn die Warterei hier? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Beruhigen Sie sich doch bitte. Die Vorstellung fängt sicher bald an. Außerdem haben Sie nicht einmal eine Eintrittskarte. Was? Ich brauche keine Eintrittskarte. Wissen Sie, mit wem Sie gerade sprechen, hä? Jetzt reicht es mir aber. Ich stecke Ihnen gleich eine Eintrittskarte in den... Was geht denn hier vor sich? Er verhält sich wie ein Kleinkind. Ich meine, jeder weiß doch, dass man für den Einlass eine Eintrittskarte braucht. Dieser Typ verhält sich schon die ganze Zeit wie ein Kleinkind. Wie können wir die Vorstellung beginnen, wenn hier solche Deppel unterwegs sind? Joni, wir müssen Ihnen irgendwie helfen. Oh Gott, dieses Bild. Das egozentrische Verhalten dieses Typs ärgert den Rezeptionisten, aber irgendwas ist komisch. Ein Yokai? Vermutlich ja. Oh, du willst mir helfen, vielen Dank. Ignorieren Sie mich etwa? Ich will mit dem Manager sprechen, sofort! Schluss jetzt! Sag mal, findest du nicht auch, dass sich dieser Herr irgendwie seltsam benimmt? Joni, ich glaube, es ist an der Zeit, mal deine Yokai Watch herauszuholen. Ja, und außerdem hat er... ne, so eine lila Aura. Ich meine, das sagt schon alles. Suche in der Nähe des Kunden! Moment. Hier hinten noch was? Nee. Da! Das war ja schwer zu finden. Aber wo soll... Oh Gott, was ist das? Wo soll dann die 5. Quest sein? Weiß ich nicht. Zikeria, Hey, was glotzt du so, hä? Entschuldige, aber... Könntest du aufhören, Leute zu beseelen? Die Rezeptionistin ist total frustriert. Na und? Ich habe meinen Spaß. Alles andere ist mir egal. Wenn du möchtest, dass ich verschwinde, wird dich das einiges kosten. Bring mir 3 Cupcakes und eine Cola, Max. Dann überlege ich es mir vielleicht. Warum sollte ich das? Das ist nicht fair. Schon, ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Manchmal muss man im Leben nun mal einfach die Zähne zusammenbeißen. Ja, das war recht. Mach, was Zikeria sagt. ich habe aber so eine große Cola, habe ich, oder? Aber keine Cupcakes. Cola Max, ja. Habe ich nicht mal Cupcakes gekauft? Nee, irgendwie nicht. Ich hoffe, ich kriege Cupcakes da unten im Laden. Das wäre sehr angenehm.
Und er muss wieder zum Großmarkt gehen. Hallo, was brauchst du? Spaghetti, Käsepizza, Donuts, Softeis, Schokoriegel, Cupcakes! Hier! Oh, nicht so viel! Ich nehme mal 4 Stück mit, ein noch für mich. Okay, gut, dass es hier bereits dieses Ding gibt. Das freut mich. Oh, ich könnte auch was verkaufen bei ihr, das ist schön. Was denn alles? Weiß ich, krieg einen Dollar für so ein Fragment. Für die Musikkarten auch. 10 Dollar für Bronzepuppen. Warum bringen Bronzepuppen mehr als Eis? Achso, Eisen, nicht Silber. Verstehe. Ansonsten hat alles nicht sehr viel Wert. Wo habe ich dieses Ultrabuch? Das werde ich sicher nicht verkaufen, obwohl es viel Geld bringen würde. Ich habe schon einiges angespart, muss ich sagen. Das ist cool. Ja, nicht. Nee. Dieses Ultrabuch werde ich sicher nicht verkaufen. Das werde ich mir für einen ganz speziellen Yokai aufheben. Ich weiß noch nicht genau für welchen, ehrlich gesagt, aber... So, mach mal Platz da. Was soll ich hier mit dem Karussell los? Da waren wir, glaube ich, schon mal, ja. Aber aus dem Item scheint sie nichts zu geben. Na gut, Cicadia. Es wird Zeit fürs Kämpfen. Wo ist sie? Da. Da bist du ja. Du hast dir ordentlich Zeit gelassen. Gib schon her. Dann nimm halt die Scheiße. Überreichst 3-mal Cupcake und 1-mal Y-Cola Max. Sieht so aus, als hättest du mir gebracht, was ich haben wollte. Aber warum hat das so lange gedauert? Hast du wohl absichtlich Zeit gelassen, hä? Wie ungeheuerlich respektlos von dir. Ich muss dir wohl Manieren beibringen. Was? Warte mal, das ist doch lächerlich. Ja gut, ich meine, ne? Vor dir habe ich jetzt nicht so wirklich Angst. Der zeigt mir mal, was eine Hake ist. Nee, das bringt nichts. Shit. Lass mir wieder unsere Eule antreten. Warum auch nicht? Bin ich ein Fan von. So. Frag mich, ob die sich auch entwickeln kann oder ob man sie etwas fusionieren kann, wie es in anderen Teilen der Fall war. Da gab es einige Yokais, die konnten mit Items fusionieren, um sich zu entwickeln. Aber woher sollte man das wissen? Oh, ich muss reinigen. Bitte lass mich reinigen, lass mir die Zeit. Komm schon. Oh. Muss ich eigentlich immer nur die Blase kaputt machen? Die Steine sind gar nicht so wichtig. Scheint mir fast so. Auf jeden Fall war's das. Cicadia wurde besiegt. Wunderbar. Und halt dich gefälligst etwas zurück. Du bist viel zu stark. Das ist unfair. Wenn ich diesmal nicht gewinne, werde ich Buchstein was wild. Ich habe noch nie so einen sturen und unvernünftigen Yokai gesehen. Stur? Unvernünftig? Was fällt dir ein? Du unhöfliches kleines Balk. Undankbar ist du obendrein auch. Du hast immerhin alles gebracht. Puh, das sprechende Kissen hat recht. Du hast mir wirklich alles gebracht. Aber das war ja wohl das Mindeste. Das Allermindeste. Juhu! Ja, sie ist verschwunden. Sieht so aus, als würde sich auch der Kunde wieder normal verhalten. Gut. Entschuldigen Sie, die Vorstellung wird erst spät anfangen, also... Tatsächlich. Nun ja, dann ist noch etwas Zeit übrig. Dann kann ich mir in Ruhe etwas zu essen besorgen. Ich dachte, er will ein Ticket. Ich kann dir gar nicht genug danken. Jetzt kann ich endlich die Vorstellung vorbereiten. Nichts zu danken. Alles gut. Genau, es war uns eine Freude. Es hat wirklich Spaß gemacht. Spar dir den Sarkasmus. Außerdem hast du kein Stück geholfen. Doch, ich habe dir moralische Unterstützung gegeben. Und etwa nicht. Du hast eine Bäckerei gesucht. Das war so ziemlich alles. Du hättest die Cupcakes eigentlich auch einfach selbst kaufen können. Vielleicht hat Cicadia recht. Du bist total unhöflich. Oh, Whisper. Perfekt. Oh mein Gott, von Level 13 für unsere, naja, schwachen Yokais. Naja. Ja, wir haben hier wieder das ganz normale Zeugs.
keine Ahnung, wie ich das Ganze lösen soll, dieses Rad da. Wenn ich das nicht beherrsche, werde ich nie irgendwas Cooles finden. So, es müsste jetzt aber noch irgendwo eine fünfte Quest für uns geben. Aber wo? Auf der Karte sieht man sie nicht. Vielleicht im Zelt drin. Oh, das könnte es sein. Ja, hier. Erstmal. Oh, die haben Tiger, die haben Jongleure, die haben alles. Oh, Regina. Haben wir doch als Freund, oder? Ich habe das Gefühl, wir werden genau beobachtet. Hey, seid ihr vom Zirkus? Whisper wurde beseelt. Wieso deutet sie mit dem Notizblock auf mich? Das ist Regina, ein wundervoller Yokai. Sie reist mit dem Zirkus. Was? Whisper, was ist passiert? Aus irgendeinem Grund wollte ich unbedingt ihre Regieanweisung lesen. Dieser Yokai muss Regina sein. Regina ist leicht zu erkennen. Sie läuft immer mit Regieanweisungen herum. Regieanweisungen? Nun also, mit diesen Anweisungen arbeiten Regisseure an Filmsets und im Fernsehen. Sie sind sehr nützlich. So kann man wortlos Anweisungen erteilen. Und fürs Schummeln bei Tests sind solche Karten auch bestens geeignet. Was sag ich denn da? Mach das bloß nicht. Ja, natürlich nicht. Doch. Wenn Regina solche Karten verwendet, ist es natürlich etwas ganz anderes. Dich befällt der Drang, die Karten zu lesen, und dann stehst du unter ihrem Bann. Wirklich? Das ist ja ein nerviger Yokai. Nein, das ist ein Missverständnis. Regina ist für den Zirkus unentbehrlich. Die Artisten schaffen es noch nicht mal, durch Reginas Kräfte alles zu geben. Darum braucht Regina auch unsere Hilfe. Oh, ich kann nicht aufhören, ihre Regieanweisung zu lesen. Zumindest wissen wir, was sie will, aber wie können wir helfen? Damit Regina stärker wird, müssten wir sie fusionieren. Oh. Was? Sie will fusionieren? Was sollen wir sie zuschauen, ja? Regina will fusionieren, um stärker zu werden und mehr Zirkusleute froh zu machen. Ihr Wunsch ist uns Befehl. Im Voll des Level 10, oh mein Gott. Also ich bin schon damit einverstanden, aber... aber was steht da? Schön, dich kennenzulernen. Regina! Wir haben doch schon so einen als Freund, oder? Ziemlich sicher. Schön, dich kennenzulernen. Eine Fusion also. Wenn Yokai und Items fusionieren, dann entstehen brandneue Yokai. In den Tausenden wurden Fusionen am Tempel des Wahnfahrers durchgeführt. Aber ich glaube nicht, dass es in den USA auch möglich ist. Wir müssen in die Kirche gehen. Wozu? Anscheinend können Yokai dort fusioniert werden. Würdest du damit aufhören, mich dazu zu zwingen, deine Karten zu lesen, hä? Okay, dann auf zur Kirche. Etwas variieren? Probier fusionieren. Ja, führe mich dahin. Okay, im Idealfall brauchen wir zweimal Regina, um die zusammenzuschmelzen. Denn das hätten wir ja. Die Kirche, die ist da unten irgendwo. Halt! Heilen. So, geheilt. So ein weiter Weg. Wirklich ein weiter Weg. Aber ich möchte alle Quests machen. Wer weiß, ob der Zirkus irgendwann verschwindet oder so. Ich dann irgendwie ein bisschen warten müsste oder so, bis der wieder kommt. Halt, da ist wieder was irgendwo. Stimmt, ein Portal der Launen. Ja, natürlich. Natürlich. Wisst ihr was? Ich glaube, ihr macht für heute hier Schluss. Ich werde dieses Portal der Launen kurz besuchen und abschließen mit Idealfall. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir die Kirche aufsuchen. Okay, ich hoffe, das ist ein Deal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!